Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen bei Abgestaubt, dem Fußball-Podcast der kleinen Zeitung. Und herzlich willkommen zu Folge 6. Mein Name ist Maximilian Ratzenböck, ich bin nicht alleine. Ich habe mir auch einige meiner früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei, Fö. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung wieder. Hallo, servus. Wie geht's dir? Alles gut? Alles super, wunderbar. Alles. Also, das ist ein aufregenden Fußballwochenende jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen. Heute. In der Tat. Was besprechen wir heute? Wir schauen natürlich darauf, was so passiert ist in der vergangenen Fußballwoche. Es ist einiges Interessantes passiert. Wir schauen auf Österreich, wir schauen auf ganz kurz auf die Champions League und wir sprechen heute mit einem ausgewiesenen Experten zum Thema Rundledersport mit Spezialisierung auf Präzision bei Ballabgabe. Der Motor des SK Rapid ist heute bei uns in der dritten Halbzeit Marco Grüll. Ich finde das richtig cool, Marco Grüll heute zu haben, weil die Situation bei Rapid ja viel Interessantes. Ja. Ich habe mir nicht gedacht, dass er zusagt. Ich habe gestern am Abend geglaubt, dass er eigentlich, dass er sagt, ich komme morgen lieber nicht. Wir sind ja auch nicht deppert, wir wollen ja nicht deppert sein. Ich habe ihn ja schon letzte Woche angefragt. Also so. Aber ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort, genau. Lieber Fö, vorher gehen wir zu deiner Headline und die lautet heute das schlechteste Salzburg aller Zeiten, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist mir schon wichtig. Ich habe nur, es ist doch in den letzten Wochen relativ offensichtlich geworden, dass es bei Salzburg hakt. Wir reden eben schon davon, okay, ja, ich kann mich erinnern, der Captain Luke hat das, glaube ich, in einer der ersten paar Sendungen gemeint, ja, Sturm wird heuer Meister. Und wir eben, der Abstand zwischen Salzburg und Sturm ist wirklich kleiner geworden, auch der Abstand zwischen Salzburg und LASK ist kleiner geworden. Qualitätsmäßig, genau. Und auch was den Spirit im Verein betrifft, habe ich so das Gefühl, ich meine, es ist natürlich klar, mit Abgang des Sportdirektors Freund ist ein großes Herzstück des Vereins wirklich gegangen. Und es ist klar, dass du nicht immer dieses Glück haben kannst oder es ist nicht nur Glück, sondern natürlich auch Qualität oder diesen Weitblick haben kannst, dass nicht immer jemand aus Liefering nachkommt. Aber der aktuelle Trainer Struber tut sich sehr schwer. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ohne ihm nahe treten zu wollen, aber es ist vielleicht doch eine Hausnummer zu groß in Salzburg. Ich meine, er war beim WRC häufig erfolgreich, also er hat sich vor dem Abstieg bewahrt. Ja, New York Red Bulls. Ja, da haben sie aber darauf geschaut, dass er schnell wieder weggekommen ist. Also da hat es ja abseits des Fußballs kleine Geschichten gegeben, die vielleicht nicht so ein positives Licht auf ihn werfen. Ach so? Stichwort Rassismus-Skandal. Das ist lustig, weil das wird eigentlich österreichisch medial kaum verarbeitet oder kaum thematisiert. Ein Spieler der New York Red Bulls hat jemanden rassistisch beleidigt, darauf wurde das Spiel abgebrochen und Trainer Struber hat sich, sage ich mal, nicht klar antirassistisch positioniert, sondern ja, also am besten, das ist nicht so schlecht, das nachzulesen. Okay. Weil ich mir dachte, naja, cool. Witzig, dass das eigentlich österreichisch gar keine Rolle spielt, in Österreich gar keine Rolle spielt medial. Und abgesehen davon habe ich ja das Gefühl, er hat eigentlich jetzt nicht so die Idee, was er mit dem Kader anstellen will, weil der Kader ist ja trotzdem hochtalentiert. Ich meine, da gibt es einen Konaté, einen Roko Simic, einen Luka Sucic. Dennoch ist es meinem Eindruck nach so, dass sie in der Bundesliga, und das ist doch Aufgabe des Trainers, dass sie in der Bundesliga nicht das schaffen, das, was sie in der Champions League machen, dass quasi der Spieler brennt für das Spiel. Und doch diese 5% oder diese 2%, um die es halt dann einfach auch geht, nicht auf den Platz bringen, was in der Champions League aber schon passiert. In der Champions League gegen Inter Mailand, jetzt vor allem wieder, habe ich das Gefühl, dass sie die Spiele wirklich zerreißen und Qualität ist da. Ich meine, Bidstrup, Schlager, der doch den eher meines Erachtens nach schwächeren Kühn ersetzt hat, also da hat man eigentlich einen Schritt nach oben gemacht. Und dennoch ist ich meine gestern, dass Salzburg überhaupt das X gegen die Austria halten konnte, war sehr überraschend. Und ich meine, wann haben wir das letzte Mal gesagt? Normalerweise hat Salzburg immer gegen die Austria gewonnen. Es war also, du hast von Moniz-Zeiten gesprochen, Ricardo Moniz. Ja, richtig, genau. Ich habe mir ein bisschen an das. Ich meine, ich bin ja als Fußball-Nostalgiker mittlerweile. Also, wir sind jetzt nicht so alt, aber richtig. Es ist doch schon eine ziemlich kultige Zeit im Nachhinein. Moniz und sein Lieblingskicker Leonardo, den er überall hin mitgenommen hat. Da habe ich auch ähnlich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen ein One-Trick-Pony.
Mhm. Und ich, bei Bettina Struber ist das, habe ich quasi auch so ein, das Gefühl, okay, er versucht ein bisschen durch, so wie ich jetzt, durch englische Phrasen, englische Ausdrücke in Interviews, eben da geht es um Commitment und so, ja. Versucht er ein bisschen Internationalität zu versprühen, aber das, was die Mannschaft eigentlich dann am Platz macht, so wie gestern gegen die Austria, es hat keinen Hauch von Internationalität, sondern ist dann eher so ein bisschen... Sehr regional. Genau, ja, fast geblendet ein bisschen, habe ich gehört. Ich meine, man muss also dazu sagen, okay, das Lazarett ist das muss man zur Verteidigung der Salzburger sagen, relativ groß und das wird sich auch wieder lichten, wahrscheinlich nach der Spielpause. Aber so, es ist schon die Aufgabe des Trainers, so talentierte Spieler wie den Semic zum Beispiel, ich bin eigentlich großer Fan von dem, in diese Mannschaft funktionierend einbauen zu können. Mhm. Das ist ihm eigentlich noch nicht gelungen, ja. nach diesen Wochen jetzt. Glaubst du, dass die Mannschaft oder dass die Leute, die neu dazugekommen sind und die Leute, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, zu satt sind und sagen, okay, ich bemühe mich nur mehr in der Champions League, weil österreichische Meisterschaft ist eh ein Ponyhof, da fahren wir eh drüber? Ich glaube, dass da mehr, ich meine, es sind Profis. Also eigentlich sollte das nicht der Gedanke sein. Viele Junge, Kader Alter Durchschnitt 22,1. Ja, und da ist auch Andi Ulmer mit 55 dabei. 36, ja, genau. Also, richtig, du hast absolut recht. Das kann schon sein, dass genau das im Hinterkopf einfach trotzdem eine kleine Rolle spielt. Unbewusst. Warum eben, bemühe ich mich in Mailand mehr als in Wolfsberg? Ja, ich verstehe es. Es ist geiler. Es ist geiler. Natürlich ist es geiler. Ich möchte an Lautaro Martinez nachrennen und nicht an Bernhard Zimmermann. Ja, aber wie geil ist es, am Mittwoch um 9.30 Uhr in der Früh in Salzburg im Nebel zu trainieren. Auch nicht geil, aber es gehört ja dazu zum Fußball. Ja, Schuhe putzen ist auch nicht geil, aber es gehört dazu zum Fußball. Richtig, genau. Ganz und der Profi, glaube ich, ist man dann, wenn man das weiß und wenn man es auch umsetzt. Ich bin kein Profi, würde es nur so als Zuschauer sagen, aber weil du sagst, sind Profis, ja, aber da gehört ja auch die professionelle Einstellung dazu. Das stimmt. Ich glaube, das auch mit einer, man natürlich, der Gegner gehört immer dazu, mit einer Leistung wie gegen Inter Mailand zum Beispiel, hätte Salzburg gegen die Austria kein Problem gehabt. Also da war doch viel mehr Exklusivität irgendwie am Platz und mehr Organisation. Das ist irgendwie gestern, wie gesagt, die Austria, wirklich, muss man, also abseits davon von Salzburgs Schwäche, muss man die Austria loben, die vor allem defensiv, also schon lange keine Austria gesehen, die so souverän war, Johannes Handel möchte. Schon gar keine Austria in Wien. Ja, richtig. sogar kein Wiener Verein generell, ja. die da echt eben was Antizipation, Ballsicherheit, auch Kopfballstärke, was er doch echt wirklich, wirklich gut gemacht, dass die Austria dann dennoch nur mit einem Punkt quasi das Spielfeld verlassen muss, ist sehr, sehr, ja, am Ende, wie gesagt. Der wird dann auf Meter nicht verschießen in der letzten Minute. Ja, das ist so bitter. Und vor allem, ich habe dann danach irgendwie in den Interviews gehört, dass der Alexander Schmidt, der den Elfmeter dann verschossen hat, nur die dritte Wahl gewesen wäre, aber die anderen zwei haben sich nicht wohl gefühlt oder nicht gut genug gefühlt. Ich weiß ja nicht, wie geil die Ausrede ist. Ja, richtig, das haben wir auch gedacht. Du sagst, hey, du bist nicht umsonst 1 und 2. Ihr seid Profis, so heben wir es wieder. Schließen wir den Kreis. Ja, und dann schauen wir währenddessen, also gleichzeitig Chelsea gegen Manchester City an, 4-4. Ja. Cole Palmer von Chelsea, ex-Manchester City, 21 Jahre alt, schießt in der 95. Minute den Elfer, aber sowas von souverän ins Tor. Ja gut, aber das ist eine andere Situation. Das eine ist in Wien Favorit vor 10.000 Leuten, das andere sind 45.000 im Manchester Derby. Was ist wichtiger? Das eine ist wirklich, also, das sind meine Beste. Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber wenn man dann sagt, naja, vielleicht war, ich weiß jetzt nicht, wie die Einteilung war bei der Austria, aber eigentlich so viel, ich würde es mir auch nicht bemühen, aber Cojones, muss man dann schon auf den Platz auch haben, ja, um zu sagen, schon. Okay, deswegen, da schieße ich jetzt, den schieße ich rein, egal was passiert. Also. So viel zur Austria. Ja. Die kleine Zeitung hat über diesen Vorfall in New York berichtet, habe ich gerade gesehen. Ich tue den Link in die Beschreibung. Gerd Struber, dein Tipp zum Abschluss deiner Headline. Bleibt Gerd Struber Trainer bis zum Saisonende in Salzburg? Nein, glaube ich nicht. Nein? Nein, glaube ich nicht. Gut. Dann haben wir das geklärt. Danke viel für deine Headline. Und jetzt lass uns jemanden fragen, der wirklich Ahnung vom Kick hat. Jetzt bei uns in der dritten Halbzeit Marco Grüll. Und da ist er auch schon in der Leitung, Marco Grüll vom SK Rapid Wien. Servus Marco. Ja, servus. Erste Frage, wie immer, wie geht's da? Ja, eigentlich ganz gut. Natürlich, wenn man sportlicher betrachtet, kann es besser sein, aber privat passt alles sehr gut und ja, das ist das Wichtigste. Du, danke für die Einleitung. Es ist bei Rapid gerade ein bisschen der Wurm drinnen. Hartberg auswärts zwar. Es ärgert aber natürlich am Verein wie Rapid immer, dass man da unter der Meisterliniengruppe ist noch.
Wie geht's weiter? Wie ist der Anspruch, ist das natürlich nicht. Was habt ihr so, was nimmst du persönlich vor? Ja, natürlich. Also wir wissen, dass es so auf keinen Fall weitergehen kann, aber wie gesagt, das Spiel in Hartberg, glaube ich jetzt nicht, dass das der ausschlaggebende Grund ist, jetzt komplett die Nerven zu verlieren, weil es eigentlich, glaube ich, schon die Chancen, was wir gehabt haben und auch spielerisch schon nicht so schlecht war wie gewisse andere Partien, aber nichtsdestotrotz brauchen wir immer mal Punkte und die müssen wir jetzt dringend auch nochmal einfahren. Ja. Das ist ein guter Punkt, dass du ansprichst, eben gestern doch extrem dominant ja gewesen. Ich stelle mir das ja eher mehr frustrierend vor als ärgerlich, dann nach diesen 95 Minuten in der Kabine zu sein und zu denken, okay, wir hätten uns den Sieg verdient und das hat jeder gesehen, aber wir haben es irgendwie trotzdem nicht geschafft, die Tore zu machen. Wie war dann die Stimmung in der Kabine danach? Ja, also natürlich war die Stimmung jetzt nicht optimal, aber es war anders, wie glaube ich, nach anderen Partien, wo wir verloren haben, wo wir halt wirklich nicht gut gespielt haben und ja, einfach nicht die Chance gehabt haben wie in dem Spiel, weil in dem Spiel, glaube ich, war schon eklatant, dass man gefühlt in der zweiten Halbzeit allein, glaube ich, 4 bis 5 Tore schießen muss und das uns leider nicht gelungen ist. Und natürlich ist jeder schwer enttäuscht, aber wir wissen halt, an was gelegen ist. Und das ist einmal ein Punkt, wo man ansetzen muss, dass wir uns einfach die Chancen, was wir uns erarbeiten, einfach nutzen, weil dann fällt das Ergebnis nicht so aus, wie es am Wochenende ausgefallen ist. Was ich mir gedacht habe, ist, bei deinem Freistoß, hätt's da Elfer geben müssen? Hätt's Hand Elfer geben müssen? Ich habe das Szene eigentlich gar nicht mehr so gesehen, aber mir ist im Spiel jetzt nicht so vorgekommen, dass er Elfer war. Ich glaube, ich habe nur gehört, dass er nicht mit der Hand berührt hat, aber ich glaube, es ist trotzdem eine kurze Distanz. Er hat es jetzt nicht weit weg stehen gehabt vom Körper. Also ich glaube, dass er schon in Ordnung ist, dass man nicht gibt. Hast du irgendeine Universallösung, was Hand betrifft? Weil es gibt ja wahnsinnig viele Entscheidungen, wo, ich meine, das wird bei euch auch nicht anders sein, wenn man sich hier eine Partie anschaut im Fernsehen, wo du denkst, das gibt's nicht, wie das pfeifen kann oder nicht pfeifen kann. Hättest du eine Universallösung als Spieler, der in solche Situationen involviert ist? Im 16er? Ja, es ist immer schwierig natürlich. Also ich glaube, es gibt keine Universallösung, weil du kannst fast nicht so machen, dass jeder Kontakt, was mit der Hand passiert, im Strafraum gleich auf Meter ist, weil dann glaube ich, wird man nur noch sehen, dass jeder probiert, irgendwann auf die Hand zu schießen. Aber ja, es ist halt natürlich nicht immer einfach. Es gibt halt Situationen im Spiel, wo es halt einfach wirklich unmöglich ist, dass die Hand wegbringst. Aber es gibt natürlich auch, ich glaube, absichtliches Handspiel wird es fast nie im Fußball geben. Aber ja, es ist einfach ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wenn man Wochen zurückgeht, wo man im Alltag den Elfer eben nicht kriegen, wo es dann im Nachhinein heißt, es muss Elfer sein. Für mich ist es persönlich, glaube ich, eher vielleicht kein Elfer, weil er halt wirklich nur im Gegenspieler halt sich weghalten will, dann kommt er vom Boden auf und er berührt ihn halt dann mit der Hand und der Ball wäre trotzdem eigentlich, glaube ich, bei ihm blieben und jetzt nicht zu uns kommen und wäre nicht aufs Tor gekommen. Dann, glaube ich, kann man das schon vertreten, dass das kein Elfer ist. Natürlich dann anders schaut es aus, wenn es Richtung Tor geht oder dahinter einer freisteht, dann, glaube ich, ist es dann schon wieder ein anderes Thema. Absolut. Marco, unangenehmes Thema, aber wir müssen einfach drüber reden, das ist eh klar. Gestern wurde auf Sky verlautbart, dass ein Trainerwechsel bevorstehen soll. Heute hat der Verein per Tweet darauf reagiert und gesagt, das ist eine glatte Lüge oder das ist gerade alles nichts dran. Wie schätzt du die Situation ein oder was macht das vielleicht auch mit einem Spieler oder schafft man das eh, weil das einfach zum Geschäft dazugehört, das auszublenden? Ja, also natürlich weiß jeder, dass wenn es bei Rapid nicht rund läuft, dass gleich einmal der Trainer wahrscheinlich unsert ist, aber ich glaube, so wie es im jetzigen Fall ist, wir spielen ja eigentlich jetzt keinen schlechten Fußball, wir spielen uns pro Spiel sehr, sehr viele Tore aus, also Chancen aus, dann machen wir die Tore dann nicht. Ich glaube, da kann der Trainer am wenigsten dafür, aber wie gesagt, es ist normal im heutigen Geschäft, wenn es halt bei so einem Verein wie bei Rapid halt im Endeffekt nur auch der Platz ist, dass über sowas diskutiert wird, aber ja, als Mannschaft darf man sich darüber keine Gedanken machen, aber ich glaube, dass der Zocke sicher der richtige Trainer ist für uns. Themenwechsel, Marco, du hast in der Regionalliga West für St. Johann 19 Tore gemacht in 17 Spielen in der Saison, dann ist Ried natürlich aufmerksam geworden, 63 Scorerpunkte, also Tore und Vorlagen in 80 Spielen für Ried. Jetzt 113 Spiele Rapid und du bist schon wieder bei über 60 Scorerpunkten. Wie du bei Ried gegangen bist, dann war das natürlich, es war eh klar, dass man die nicht holen kann auf lange Sicht. War natürlich schade aus der damaligen Sicht, weil Ried trotzdem irgendwie, muss ich schon sagen, mir ein bisschen genervt. Aber gut, über das bin ich hinweg. Wie groß war für dich persönlich die Umstellung?
vom Imviertel nach Wien? Also von der Stadt her, sportlich, das Leben einfach? Ja, also es ist natürlich ein Unterschied, auch schon von der Stadt. Ich bin ja, glaube ich, immer aufgewachsen in relativ kleinen Städten, kann man sagen. Und ja, es war dann schon in Wien halt um einiges größer als natürlich, aber ich glaube, vor allem als Junger fühlt man sich da trotzdem sehr wohl und man lernt halt noch was Neues kennen. Und ja, natürlich sportlich gesehen ist es schon ein Unterschied, weil in Ried war es halt doch so, da warst du eigentlich selten Favorit in vielen Spielen eben. Und wenn du dann halt einmal nicht gewonnen hast, ist nicht das große Drama draus gemacht worden oder ist es halt einfach ruhiger gewesen. Und bei Rapid ist es halt doch schon so, wenn du halt gewisse Partien nicht gewinnst, dann wird gleich einmal relativ schnell Unruhe einkehren. Aber ja, das gehört im Fußballgeschäft eben dazu. Also ich glaube, wenn man weiterkommen will im Sport, dann muss man auch mit Druck umgehen können und ja, so ist es halt. Jetzt bist du ja schon eine Zeit lang bei Rapid und ich habe mir eben gedacht, okay, das magische Dreieck Grüll, Kühn, Seidel, das wird jetzt die Bundesliga aufmischen. Ist noch nicht so wirklich da, so weit sind wir noch nicht ganz. Jetzt aber trotzdem meine Frage zielt eigentlich auf was anderes ab. Wie lange wirst du noch im grünen, weißen Dress zu sehen sein? Ja, also natürlich habe ich die Frage jetzt schon relativ oft gehört und auch schon öfters beantwortet. wie gesagt, ich habe noch einen Vertrag bis Sommer nächsten Jahres. Ob man zusammenkommen wird oder nicht, ist weiterhin offen. Also natürlich wird viel geredet, untereinander mit mir und dem Verein eben. Und man wird halt sehen, was dann passiert. Ich fühle mich natürlich sehr wohl bei dem Verein. Ich glaube, es hat noch nie ein Problem gegeben, auch letztes Jahr nicht, wo es eben nicht mit einem Wechsel funktioniert hat, dass ich trotzdem 100% beim Verein Gas gegeben habe. Und auch diese Saison, glaube ich, ist wieder besser wie die letzte, finde ich persönlich. Und ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man, solange man einen Vertrag beim Verein hat, zu 100% für den Verein da ist. Und wie lang das dann im Endeffekt noch ist, das werden wir dann in der Zukunft sehen. Aber ich fühle mich natürlich dort wohl. Ja, aber siehst du die in 3 Jahren dann oder in 4 Jahren, sagen wir mal, immer nur bei Rapid? Naja, das Ziel ist natürlich schon, irgendwann ins Ausland zu kommen. Also es war schon immer mein Ziel. Natürlich muss man sich die Ziele immer neu stecken, weil ich glaube, vor 5 Jahren habe ich mir nicht gedacht, dass ich bei Rapid spielen kann, wie ich noch in St. Hang gespielt habe, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wenn man dann schon eben bei solchen Vereinen spielt, muss man natürlich Ziele haben, dass man irgendwann im Ausland spielt und für das arbeite ich jeden Tag hart. Und ich hoffe natürlich, dass ich das Ziel auch irgendwann erreichen kann. Zum Beispiel mal kurz, wünsch dir was. Wo würdest du denn mit deiner Spielweise und deinen Stärken am besten hinpassen? Was wäre der Traum? Ried darfst du jetzt nicht sagen. Ich weiß, das ist natürlich, da ist mir ganz geil drauf aktuell. Aber. Ja, also wenn ich Ried nicht sagen darf, na Spaß, dann soll ich St. Johann, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also es ist schon, ich glaube, als kleiner Bub habe ich mir früher immer oft, also als kleiner Bub, wie ich dann schon ein Jugendlicher war, sind wir dann oft ins Udine Stadion gefahren, weil es halt von mir daheim nicht so weit weg ist. Und deswegen hat mich immer die Serie auch sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn du dann wirklich die Top 5 Ligen siehst, glaube ich, ist es dann eigentlich ziemlich egal, wo du spielst. Aber wie gesagt, die Serie A, glaube ich, habe ich immer am meisten verfolgt von allen Ligen eigentlich. Ah, sehr interessant. Cool, ja. Geil. Cool. Du, jetzt bin ich ein bisschen, ich habe kurz damit gerissen, weil du gesagt hast, als kleiner Bub, jetzt habe ich mir gedacht, es kommt sowas wie, habe ich schon in Al-Hilal-Bettwäsche geschlafen? Also irgend so ein Scheiß. Gut. So, Udine habe ich übrigens einmal gesehen in Andorf, Landesligaverein. Udine gegen SV Ried im Jahr 2001 mit Carsten Janka im Sturm. Udine, war irre. Gerne. Ja. Du, viele Spieler, aber spielt zu der Zeit einmal, gell? Ja, voll. Jetzt bin ich ein bisschen angefressen auf die, weil die Frage mit dem Transfer, die habe ich mir nämlich so aufgeschrieben. So. Weihnachtszeit steht in den Startlöchern. Welche Angebote sind denn bei dir schon so leise reingerieselt? Und dann stößt du die so. Na gut, ich glaube, die Frage, deine Frage hat darauf abgezielt, was er sich wünscht zu Weihnachten. Also, nein, überhaupt nicht. Ja, nicht? Okay. Nix. Ist ja wurscht. Was wünscht du denn zu Weihnachten? Also jetzt kann ich ja fragen. Ja, ich persönlich wünsche mir, glaube ich, eben, dass ich mit meiner Familie wieder mehr Zeit verbringen kann und eben wieder mal heimkomme und einfach einmal wieder abschalten kann und gemütlich eben mit der Freundin und mit der Familie zusammen essen gehen kann oder ja, Zeit verbringen kann. Und das ist. Bist du Skifahrer? Bin ich schon, aber ich glaube, in den letzten Jahren bin ich nicht mehr so viel gewesen. Ja, okay.
Du hast es gerade angesprochen, deine Freundin, deine Familie. Ich habe auf Insta gesehen, dass deine Freundin auch Fußball spielt. Gibt es zu Hause dann überhaupt irgendein das Gesprächsthema als Fußball oder wie kann man sich das vorstellen? Ernst gemeinte Frage, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also natürlich, glaube ich, ist es oft einmal leichter zum Reden über Fußball, wenn halt sich die Frau richtig gut über Fußball auskennt. Aber ja, wie gesagt, ich bin halt oft nicht gut zum Sprechen, eben noch Spiele, wo wir nicht gewonnen haben. Das, glaube ich, hat sie mittlerweile auch kapiert, dass das nicht immer so einfach ist, aber ja, das hat sie akzeptiert und ich glaube, wir reden schon über viel über Fußball, aber glaube ich auch viel über andere Dinge, was natürlich auch sehr wichtig ist, aber wie gesagt, das ist dann, wenn man über Fußball redet, natürlich ein Vorteil, wenn die Frau auch Fußball spielt. Absolut. Und ihr Lieblingsspieler ist Marco Grühl, schätze ich, oder? Das weiß ich gar nicht, aber ich muss es einmal fragen, aber ich hoffe, hat schon für sie. Okay. Ah, da habe ich, wir haben eine super Frage. Ja. Ich meine, ich verstehe es, es ist wahrscheinlich aktuell nicht so viel zum Lachen bei Rapid, aber du schaust auf jedem Foto so finster. Woran liegt das? Naja, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht viel zum Lachen, ist schon die Wahrheit, aber nein, also ich lache eigentlich relativ viel und sehr gerne, aber halt, ich bin jetzt nicht so einer der. Nein, das stimmt nicht, Marco. Marco, ich unterbrich dich wirklich ungern, aber ich habe mir dein Instagram aufgeschaut, du lachst nie. Also richtig, sei mir nicht besser. Also auf Fotos lache ich wirklich nie, das ist richtig, aber. Außerhalb von der Kamera und sonst wo lache ich relativ gerne. Also auf Bildern lache ich jetzt nicht so gerne, muss ich sagen. Okay. Wer ist denn der größte Spaßvogel in Berapit? Ja, es gibt schon den einen oder anderen Spaßvogel, glaube ich. Aber ich glaube, dass der Paul Gartler sicher weit vorne dabei ist, muss ich ehrlich sagen. Ah, cool. Aha. Ja, cool. Okay, sehr interessant. Ja. Ich bin doch der Burgstaller ist einer, mit dem man viel lachen kann. Ich glaube, es sind generell auch lustige Truppen, aber ja, mit dem Pauli habe ich ja außerhalb vom Platz viel zum Tor und deswegen glaube ich, ist er so generell ein lustiger Vogel. Ich habe jetzt einmal ein Video gesehen vom Burgstaller, das hat auch Lust, war lustig bei der Staatsoper in der Nähe. Was hast du für ein Video? Das kenne ich nicht. Das kennt der Marco, kennt sicher. Ja, sicher kennst du das Video. Das ist bei der Staatsoper. Ja, ich habe schon mal gesehen, aber es gehört dazu im Leben. Du, alle lustig, gehört dazu im Leben, wir sind alle Menschen. Du, welches Skigebiet würdest du uns denn empfehlen? Du bist aus Rotstadt. Lass mich raten. Bitte. Rotstadt. Nein, okay. Also, ja, man muss ja sagen, es fällt halt unter Ski Amateur, aber ich bin persönlich. Wenn ich Skifahren gehe, gehe ich am liebsten nach Zauchensee, muss ich sagen, weil halt ein bisschen weniger los ist von den Leuten her, dann kann man noch richtig Skifahren, aber ja, ich glaube, wenn es ums Abriss-Ski geht oder irgendwas, dann glaube ich, muss man flacher Schladming oder Oberdauern ins Visier nehmen, aber ja. Wollte dich gerade fragen, ob du Abriss-Ski-Tipps hast, aber das hast du schon antizipiert oder wie ein vergangener Trainer von mir mal gesagt hat, antizipieren? Gut. Gut gemacht. Marco, Stürmer muss ich antizipieren, hat er gesagt. Ja. Gut, Marco, bevor wir zum Ende kommen, noch kurz einen Wordrap. Phil fängt an. Okay, Wordrap, das heißt, wir geben dir zwei Begriffe und du musst dich ganz schnell für eins entscheiden. Grüll oder Greil? Grüll. Salzburg oder Wien? Salzburg. Ski oder Fußball? Fußball. Oliver Glasner oder Steffen Hoffmann? Steffen Hoffmann. Ach, schon her. Ey. Oh, haben wir uns? Nein, Ski oder Fußball haben wir zweimal, das heißt, das war schon mal. Marco, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Bleib gesund, bleib unverletzt, sportlich natürlich nur das Beste, persönlich auch. Und nächstes Jahr melden wir uns wieder mal bei dir, wenn das passt. Passt, machen wir so. Gut. Super, Marco, ciao. Dann servus. Danke. Danke, ciao, servus. Ciao. Wir haben mit dem Herrn Grühl gesprochen, mit Marco Grühl von Rapid, sehr interessant. Ja. Ist ja doch einer, für mich einer der Top 5 Spieler aktuell in der Bundesliga, ganz sicher. Von Rapid, ja. Nein, ich finde, wenn du einen Spieler hast, sage ich zumal, das ist einer, um den würde ich mir ein Team bauen. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Deswegen ist es komisch, dass es noch nicht funktioniert hat. Ja, weil Potenzial eben Grühl, Seidel, Kühn, da vorne, haben wir gedacht, oh, was denn mit dem Burgstaller als Potscher oder als Vollstrecker. Ja, genau. Aber. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht, ne? Da war ich noch nicht. Na gut. Dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt, wie Rapid sich in diesem Jahr schlägt im Rennen um die Meisterschaft oder um Europa, whatever. In einem Monat ist bei uns die Hälfte der Saison. Oi. In Norwegen steht der Meister jetzt schon fest. Mitte November, warum ist das so? Warum spielen wir die Saison eigentlich so, wie wir sie spielen, von August bis Ende Mai, Anfang Juni? Und warum machen das andere nicht? Schauen wir uns heute in meiner Headline an. Bodø Glimt ist norwegischer Meister. Bodø Glimt hört sich an wie eine Kooperation von einem ostdeutschen Maler mit Gustav Klimt.
Ist es aber nicht. Bodel. Ist es aber nicht. Tatsächlich ist das der neue norwegische Meister. Und ich habe mir dann über den kurzen geschaut und habe mir gedacht, wie im Moment einmal, die sind fertig im November. Tatsächlich ist es so. Und die Antwort ist ganz einfach. Ja, weil es saukalt ist wahrscheinlich, oder? Weil es in den nordischen Staaten so saukalt wird und vor allem auch so Schnee bedeckt, dass man einfach keinen Spielbetrieb garantieren kann. Gut, hätte man denken können, ist aber trotzdem für uns Mitteleuropäer neu. Weil was mir dann gedacht habe, ist, wieso spielen sie in England dann? Weil England ist ja auch eine Insel, ist mitten im Atlantik, ist nördlich von uns. Aber da gibt es das nicht. Das ist auch saukalt. Saukalt spielen am 24. Dezember. Ich würde sagen, die spielen ja sogar die Winterpause durch. Die spielen Weihnachten wieder. Das erste Mal seit 1992 wird am 24. am Heiligabend gespielt. Ah, geil. Ja. Also, was ich tue am 24. Ja. Also eigentlich arg. Die Tradition, dass man August bis Mai spielt, die hat sich bei uns historisch entwickelt und ist vor allem, wie gesagt, auf klimatische Gründe und praktische Gründe zurückzuführen. Die Sommermonate gehen immer langsamer zu Ende. Also der November ist ja, muss ich jetzt sagen, als in Wien Lebender, pflichtet mir entweder bei oder nicht. Trotzdem mild. Es ist kalt, aber bis letzte Woche angenehm. Angenehm eigentlich. Man kann natürlich viel besser spielen. Es wird bis in den Dezember reingehen, weil Schneefall im Dezember am 1.12. gibt es sowieso nicht mehr. Gibt es eh nicht mehr. So wirklich. Ja. Genau, also es hat sich auch interessant entwickelt, deswegen, weil ganz viele Spieler in der Landwirtschaft früher tätig waren und die Fußballsaison außerhalb der Haupterntezeiten. Das ist geil, das habe ich nicht gewusst. Wurde. Das ist spannend, ja klar. Genau. Also das ist ja vielleicht auch jetzt nur so, ich denke an Jakob Jantscher beispielsweise, der wird sich ein ausgedehnter Fußballprofi, der macht das schon wieder hobbymäßig. Ja gut, ja stimmt. Ja. Zwar ein verdienter Fußballprofi, ausgedehnt, um Gottes Willen. Bitte, will mir da nichts anfangen mit den Sturmfans, auf keinen Fall. Internationale Wettbewerbe natürlich, du hast die Champions League, du hast die Europa League, du hast aber auch dann Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, die dann genau diese Pause ja brauchen. Ja, aber es warten noch bis auf die Super League und auf die Super-Mega-All-League. Ja. Und dann gibt es keine Pausen mehr und alle drei Tage gibt es ein Krocher. Genau, richtig. Real Madrid gegen Barcelona jede Woche. Zum 55. Mega geil. Super geil. Mit der Bullen, mega geil. Aber jetzt gibt es bei ChatGPT kann jetzt jeder seinen eigenen ChatGPT programmieren. Dann hat einfach jeder Fußballer 5 GPTs mit, einer für den Kopfball, einer für den rechten Fuß, einer für den linken Fuß. Dann braucht er gar nichts mehr spielen, weil wir müssen ja, in unsere Zukunft sind Sportler ja keine Menschen mehr, sondern Maschinen. Roboter. Ja, genau. Du brauchst ja Geld verdienen, ist ganz wichtig. Da brauchen wir 100 Spiele in der Woche. Genau, ja. In anderen Ligen und andere Bewerber spielen noch zu ganz anderen Zeiten. Zum Beispiel die MLS in Kanada und den USA ist ja genauso von der Saison her. Die spielen ja auch von März bis Oktober, wollen sie jetzt auf Dezember auswerten, aber grundsätzlich März bis Oktober, weil es in weiten Teilen von den USA und Kanada einfach zu kalt ist. Toronto, New York, Detroit, die Gegenden, das ist alles zu kalt, um im Winter zu spielen. Ich meine, in der NFL geht's. Blizzard Games sind ein Begriff. Das passiert alle paar Jahre mal so wirklich. Aber in der Fußballliga gibt es nicht. Messi spielt sein nächstes Saisonspiel im März. Deswegen haben wir ja viel international tätige Spieler, zum Beispiel Thierry Henry zum Beispiel, der ja dann für die Wintermonate verliehen wurde an Leeds United, glaube ich, damals. Genau. Es ist ja witzig, schräg. Oder Beckham natürlich. Galaxy zu AC Milan. Ja. Genau. Also die Ligen, einmal ganz kurz zusammengefasst, die das so machen. MLS, Allsvenskan in Schweden, Veikkausliiga in Finnland, norwegische Elite-Serien, die Fußballligen in Russland, die alle aufgrund der Kälte und der klimatischen Bedingungen einfach dann März bis Oktober respektive November als ihre Zeit, als ihre Saison auswählen. Warum diese Saison manchmal unterbrochen wurde und welche einzelnen Hindernisse manchen Saisonen oder Vereinen bereits in den Weg gelegt wurden, schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Es gab schon Unterbrechungen, warum ganze Ligen unterbrochen wurden. Das sind natürlich in der ersten Linie Kriege. Also du hast einen Ersten Weltkrieg, natürlich die englische Fußball-League zum Beispiel wurde nach der Saison 14-15 unterbrochen und dann erst in der Saison 19-20 wieder aufgenommen, also 5 Jahre gar kein Fußball. Zweiter Weltkrieg, die deutsche Bundesliga wurde 39 unterbrochen und dann 45 wieder aufgenommen, klar. Jugoslawienkriege, die haben natürlich das ganze Land beeindruckt, da ist der Fußball irgendwo ganz weit in weite Ferne gerückt, das ist klar, spanischer Bürgerkrieg, aber eben auch Erdbeben, wie in Italien 1980, das ganz besonders Neapel betraf.
wurden viele Spiele abgesagt. Hurricane Katrina 2005 wurden einige Spiele abgesagt. Pandemie. Wir können uns alle erinnern, uns, ja. Wenn wir daheim gesessen sind und uns gefragt haben, wer die Person im Boot ist. Copa America wurde wegen der Pandemie ebenfalls verschoben, also die, das Äquivalent zur Europameisterschaft bei uns. Griechische Finanzkrise, auch sehr spannend. Oha! Da ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ganze Liga abgesagt worden ist oder unterbrochen, aber AEK Athen wurde einfach, hat absteigen müssen, weil diese Finanzkrise Firmen, so wie sie ja auch viele Fußballvereine bereits sind, in den finanziellen Ruin getrieben hat. Ja, und dann, ich meine, mittlerweile spielen die eh wieder oben, aber sowas ist auch sehr groß, wenn es um Unterbrechungen geht. Die Wirtschaftskrise in Argentinien ist ein weiteres Beispiel. Hillsborough. Okay. Oh ja. Hillsborough, 2 Wochen kein Fußball in England und 11. September, 1 Woche kein Fußball. Ja, und vor ein paar Monaten, als die Queen Elizabeth verstorben ist. Vor ein paar Monaten. Oder wann war das letztes Jahr? Vor 14 Monaten. 14 Monate. Das war am 7. September 2022. Oi, du weißt das auswendig? Weißt du, also, warum? Nein. Du willst wissen. Ja, bitte unbedingt. Ich werde mir mein Leben lang erinnern, warum ich diesen Tag nie vergessen werde. Ich war in der Wiener Staatsoper und bin... Mit dem Güter Burgstaller? Nein, mit meiner heutigen Gattin. Und wir haben uns La Bohème angeschaut. Und wir sind raus zur Pause und auf einmal waren alle am Handy. Und ich denke mir so, sogar die, was steht die mit dem Binocula und ja, den ganz gespitzten Abonnenten aus der ersten Reihe. Tot die wahrscheinlich. Sind am Handy. Denke ich mir, was ist denn da los? Was? Ja. Entweder hat Moneyboy gerade ein Album gedroppt. Schalke, namens Schalke. Genau. Ja, ja. Oder es ist was passiert und habe aufs Handy geschaut, ist tatsächlich die Queen gestorben, während ich in der Staatsoper gesessen bin. War das der erste Mal in der Staatsoper? Nein. Also, na aber, gut, okay. aber mein zweites Mal tatsächlich. Ja, das heißt, es gibt jetzt keine Regelmäßigkeit, dass man sagt, immer wenn du in der Staatsoper bist, dann stirbt irgendeine Staatsoper. Du meinst das Jack Wilshere-Paradoxon. Ja, genau. Wenn man da durchschießt, ist irgendwas Arges. Tatsächlich. Also googelst das einmal nach. Ist es Jack Wilshere oder Aaron Ramsey? Was Aaron Ramsey, glaube ich. Ja, die verwechselt die zwei. Also ja. Einer von Ex-Arsenal, von Wunderkids. Gibt's mal ein Aaron Ramsey Paradoxon oder Aaron Ramsey was weiß ich. Stimmt, Ramsey war es. Ja. Er hat immer, wenn der getroffen hat, und der war Mittelfeldspieler, wenn der getroffen hat, ist am nächsten Tag oder in den Folgetagen eine prominente Person gestorben. Und zwar wirklich, also das war gruselig. Ich kann mich erinnern, das müsste so zwischen 2013 und 2017 oder so. Das war hart. Sehr, sehr hart. Stimmt, der Aaron Ramsey-Effekt, Torfluch, wow, ja, stimmt. Er trifft, ein Promi stirbt. Das ist der Ramsey-Fluch. Na, Wahnsinn. Unglaublich. Zum Glück ist es bei dir mit der Staatsoper offensichtlich dann nicht so. Na, außerdem gibt es nicht so viele Queens. Auch richtig. Das ist richtig. Ja, ja. Genau, also ganz kurz noch einmal eben zusammengefasst, warum wird in Norwegen bis November gespielt? Weil es zu kalt wird. Ganz einfache Erklärung, warum wird bei uns nicht bis November gespielt, sondern von August bis März mit einer Pause, Dezember bis Februar, weil es grundsätzlich bei uns im Dezember noch spielbar ist, weil es Tradition ist so, weil sich das über die Jahrhunderte oder über die Jahrzehnte eingebürgert hat und das ist der ganze Hokuspokus. Cool, ja. Super. Aber interessant, weil ich eigentlich über das noch nie nachgedacht habe. Dass die nordischen Staaten... Ja, dass du nicht so viel nachdenkst, das ist mir... Das ist uns eh klar. Aber hast du über das schon mal nachgedacht gehabt? Ich nehme nicht. Ja, ich schon. Ich habe allerdings jetzt aktuell nur wegen den Transferfenstern. Ah, ja. Weil in Brasilien ist es auch so, dass die Saison jetzt gerade zu Ende gespielt wird und danach ist das Transferfenster offen und das ist in Brasilien im Jänner. Ah. Das heißt, gerade wenn du als europäischer Verein einen Spieler aus Brasilien transferieren willst, dann geht es einfach jetzt nur im Jänner. Deswegen bin ich also raustransferieren. Ja, genau, richtig. Deswegen, ich freue mich schon als Liverpool-Fan auf den, hoffentlich, auf den Transfer von Fluminense. Ich glaube, es ist Fluminense. Oder, weiß nicht, aber der Spieler heißt André. Ich kenne ihn nur von YouTube-Compilations, deswegen kann ich nicht so viel sagen. Aber Welcome to Anfield. Ja, okay. So wie jeder Compilation Compilations nennt. André, welcome to Anfield. Und nicht einmal irgendwas in Richtung Wechsel. Ja, genau. So geil. Ja. Aber das könnte das Puzzlestück sein auf der 6, also für alle meine Liverpool-Freunde und Freundinnen. So? Ja, ich hoffe es. Also, McAllister auf der 6 kann keine Dauerlösung sein. Und Wataru Endo, der von Stuttgart gekommen ist, ja, also cool, weil der Typ ist über 30 und ist Japaner und das ist, also, hey, super Spieler, wirklich ein Staubsauger, aber der hat die Physis, halt jetzt, der ist relativ klar und Klopp steht einmal auf diese großen Sechser, Fabinho zum Beispiel zuvor,
so diese schlaksigen, argen, physischen Geräte. Ja. Und das ist Endo nicht wirklich. Und McGill ist er sowieso nicht. Ja. Vor allem McGill ist beraubt man ein bisschen seine Stärken, wenn man ihn auf der 6 spielen lässt. Mhm. Insofern, ich bin gespannt, wie das... Wieso heißt denn eigentlich McGill ist er? Ist Argentinier. Ja, Alexis McAllister. Ich weiß, ist eine gute Frage. Das ist ja. Auch, ich finde, dass du das herausfinden solltest. Namenskunde gut. Von argentinischen Fußballspielern. Ja, passt. Machen wir uns aus. Das ist interessant, das werde ich mir anschauen. Sehr gut. Und das werde ich beim nächsten Mal dann kundtun, was ich da rausgefunden habe. Perfekt. Ist das okay? Ja, super. Wunderbar. Das war's für heute. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Dankeschön an alle, die uns auf Instagram geschrieben haben. Dankeschön an alle, die uns hören, uns abonnieren und unsere Folgen downloaden sowie bewerten. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann wieder gemeinsam mit einem anderen der Abstauber. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir haben abgestaubt. Servus. Tschüss. Tschüss.